Und da geht es übrigens, weiter mit Gründen, die einem aus dem Islam rauswerfen. So, dann habe ich hier Fiqh Umdatu Salik, also Fiqh Shafi'i. Das ist zum Beispiel die vorherrschende Rechtsschule in Indonesien. Das sind alles anerkannte Rechtsschulen. Da haben wir hier das Buch, das Kapitel auch Bab Hukmul Murtad. Und da steht dann beispielsweise Gründe, die einem rausbringen können. Und der Autor hat am Ende von dem Gelehrten Allah ad-Din Abidin noch etwas reingebracht, was aus dem Religion rauswirft. Und dann sagt er, Man ankara umuma risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat, ist das hier auf Englisch übersetzt worden, ja, hier von dem Autor, der Sufi ist. Das heißt nachher wieder die Salatfisteln haben es gesagt, ja. Es ist ein Sufi, der das übersetzt hat, hier. Also, ich, hier, to revile the religion of Islam, die Religion des Islams zu beschimpfen. So, und dann hier. Or to deny that Allah intended the Prophet's message, Allah bless him and give him peace, to be the religion followed by the entire world. Das heißt, die Übersetzung davon ist, was der Aladdin Abidin gesagt hat, wer leugnet als Muslim, dass die Botschaft Mohammeds mit der Intention gesandt wurde, dass alle Menschen ihr folgen müssen. Das heißt nicht, dass wir jemanden bekämpfen wollen. Allah sagte uns im Koran, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah hat euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht wegen eurer Religion bekämpft haben und nicht aus euren Häusern rausgeworfen haben, mit ihnen gerecht umzugehen und sie mit Güte zu behandeln. Das heißt aber, was ich hier sagen will, ich kann nicht, um Müller, Meier, Schmitz zu gefallen, den Mund halten und meine Botschaft verdrehen. Und das ist auch ein Appell an alle Muslime, weil manche Muslime versuchen, die Richtigkeit der Dawah, das heißt sozusagen die Missionsarbeit im Islam, daran festzumachen, ob es den Menschen gefällt, ob es den Nicht-Muslimen gefällt. Darum geht es uns nicht. Wir sagen das, was wir denken, und wir tun das, was wir sagen. Und glaub es mir, mich interessiert es nicht, ob sich von mir aus 50.000 Menschen versammeln und mich mit Tomaten beschmeißen oder mit Steinen. Ich bin überzeugt, dass das die Wahrheit ist und dass das der einzig wahre Weg zu Gott ist. Und wenn es einem nicht gefällt, hat er Pech gehabt, genau wie du da hinten. Ja. So, aber da kann ich die Menschen nicht belügen. Ich kann die Menschen nicht belügen. Ich kann gut mit meinem Nachbarn umgehen. Komischerweise, die ganzen Nicht-Muslime in meiner Umgebung, ich habe auch gar keine Probleme mit denen. Ja? Komischerweise, die freuen sich alle, wenn sie mich sehen. Und zum Beispiel insbesondere aus meiner Familie. Aber es wird ein Bild von uns gemalt, was nicht der Realität entspricht. Aber das ist die Realität und das zeigt ganz eindeutig, dass das, was er lehrt, erstens nach dem Madhab Shafi'i, nach dem Madhab Maliki, weil er lehrt auch, dass die Botschaft der Muslime nicht für alle Menschen gedacht ist. Das heißt, wer will, will, wer nicht, kein Problem. Nach Madhab Maliki, nach Madhab Shafi'i und nach dem Madhab, nach der Rechtsschule von Imam Ahmed, nicht der Mehrheit der Muslime entspricht und sogar Unglaube darstellt. Und zwar ganz klar und eindeutig. Hier habe ich übrigens noch ein Buch, Shar Aqidah Tahawiyah von Ibn Abil Izz al-Hanafi. Hanafi-Gelehrte. So. Und hier geht es auch um den Takfir. Und er erklärt hier, dass es von den Leuten gibt, die sich Muslime nennen, Man huwa akfar min al-Yahud wa Nasara bil Kitabi wa Sunna wa al-Ijma. Ja, es gibt von den Leuten, die sich Muslime nennen, Leute, die sozusagen weiter vom Islam entfernt sind als die Juden und die Christen. Das war Maliki Madhab, Hanafi Rechtsschule, Hanbali Rechtsschule und Shafi Rechtsschule. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Ach so, um das nochmal zu erklären hier. Ja, und da will ich kurz drauf eingehen. Das ist Shar Sahih Muslim vom Imam Nawawi.
Er ist ein Asch'arid und er hat den, das ist ein weltbekannter, wer kennt den Imam Nawawi? Arba'in Nawawi, also die meisten Muslime kennen den, der ist weltbekannt, obwohl er schon seit Jahrhunderten tot ist. So. Er erklärt hier das Buch und sagt, ja, was فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق في بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق إن على الحق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من خالف من الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره. So, er sagt hier sinngemäß, um das zusammenzufassen, ja, dass die Muslime glauben, das ist ein Asch'arid, nur nochmal nebenbei. Ja. Dabei das wird erzählt, ja, das ist nur die Meinung der sogenannten Salatfistel, ja, hier. Ein Asch'arid, ja, und die Maturidiyya, denen die türkischen Moscheen angehören, haben dieselbe Akida, dieselbe Glaubenslehre, sagt, ja, dass der Muschrik, das heißt, der jemand anderen anbetet außer Allah, ja, in die Hölle geht, und dort für ewig bleibt, ja, ist eine feste Angelegenheit. Und dabei gibt es keinen Unterschied zwischen einem Juden und einem Christen und einem Götzendiener und andere Religionsgemeinschaften. Und es gibt keinen Unterschied bei den Leuten der Wahrheit zwischen einem, der den Glauben verleugnet aus Sturheit oder einem anderen Grund. Und nicht zwischen jemandem, der von vornherein nicht zum Islam gehört oder mehr sich zum Islam zuschreibt und dann eine Sache macht, die zum Kuffer führt. Das heißt, Imam Nawawi scheint anscheinend auch nicht der Meinung sein von Muhammad Rashid. Und ich sag nochmal, es geht nicht darum, was einem gefällt. Es ist doch ganz klar, dass seine Position den Nichtmuslimen besser gefällt als meine Position. Ist doch ganz klar. Wenn der Nichtmuslim sagt, ich will so bleiben, wie ich bin, und Muhammad Rashid sagt, du darfst. Und wir sagen, nee, unser Glaube sagt, dass wir glauben, dass der Islam die wahre Religion ist. So wie das Christentum auch von sich in Anspruch nimmt, der wahre Weg zu Gott zu sein. Frag doch mal den Papst, fragen Sie doch mal den Papst, ob die Muslime ins Paradies kommen. Fragen Sie doch mal. Römerbrief 5, durch einen Menschen, durch die Sünde eines Menschen ist die Sünde in die Welt getragen worden. Römerbrief 6, durch die gute Tat, und durch die gute Tat eines Menschen wird die Sünde aus der Welt getragen, sinngemäß. Das heißt, als Christ muss man daran glauben, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Und wer nicht daran glaubt, geht für ewig in die Hölle. Das heißt ja nicht, dass man sich den Schädel gegenseitig einschlagen muss. Aber ein Dialog darf kein Dialog sein. Das ist das Problem. Kratzt du meinen Rücken, kratze ich deinen Rücken. Das ist doch Schwachsinn. Von mir aus kann ein Christ zu mir kommen und sagt zu mir, ja, du musst Christ werden. Dann sagst du ihm, nee, ich sehe das anders, ich denke, du musst Muslim werden. Hier fängt die richtige Diskussion an. Das ist ein wahrhaftiger Dialog. Und nicht ein Dialog, wo wir uns von vornherein zusammensetzen und jeder denkt sich, ach, der Blödmann. Und dann, ja, ja. Ja, boah, ich fasse dich. Ja, nee, ich sehe es eigentlich ganz anders. Man muss einfach ehrlich miteinander reden. Ja, man redet von Friede, Freude, Eierkuchen. Man muss den Frieden erreichen. Die Grundlage dafür ist ein ehrlicher Dialog. Und nicht kratzt du meinen Rücken, kratze ich deinen Rücken. Und Heuchelei. Und da sage ich ganz klar, so etwas kann nicht sein. Deutschland, die deutsche Regierung kann nicht bestimmen, Wer das richtige Islamverständnis hat, müssen die Muslime selber tun. Da kann nicht sein, dass da jemand hingesetzt wird, der in seinem Buch erzählt, man kann als Muslim ruhig an die Trinität glauben. Das ist kein Kuffer. Wie bitte? Was heißt das ans Grundgesetz glauben? Was heißt das ans Grundgesetz glauben? Weißt du, was da drin steht? Bisschen. Ja, schau mal rein. Ja, was heißt, ja,
Habe ich die Menschenrechte von jemandem verletzt hier? Ist jemand hier von mir verletzt worden? Also, ich muss nicht ans Grundgesetz glauben, ich muss mich an das Grundgesetz halten. Und wenn ich mich nicht daran halte, dann kriege ich mit der exekutiven Gewalt dieses Staates im Endeffekt Probleme. Das muss ich tun. Nichts anderes. Nichts anderes. So, das Grundgesetz nimmt selbst nicht einen Absolut als Anspruch für sich in Anspruch. So, und das, was Sie tun, ist, Sie wollen dem Grundgesetz einen Absolut als Anspruch geben, und das ist gegen das Grundgesetz. So, nächster Punkt. Ich zeige jetzt mal, wie wissenschaftlich er rangeht. In seinem Buch. Ja? Da ist das Buch Scharia, der missverstandene Gott. So. Auf Seite, so das Problem ist, er schreibt natürlich für Leute, die keine Ahnung haben, ja, die sich nicht auskennen. Und da werden Sachen selektiv rausgenommen, reingebracht, verdreht. Hier steht, ihr Menschen, ich warne euch davor, viele Hadithe zu überliefern. Hadith. Er will damit sozusagen Zweifel an der Sunna, der zweiten Quelle des Islams, wecken. Dann steht hier unten die Quelle. Da steht dann Ibn al-Jawzi, das ist ein großer islamischer Gelehrter. Und dann steht der Name des Buchs, jetzt muss man genau aufpassen. Der Name des Buchs steht in der lateinischer Schrift. Der Name des Buchs, der wurde nicht übersetzt. Wie ist denn der Name des Buchs? Normalerweise ein anderes Buch, zum Beispiel Ihya ul-Din, das heißt Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften, das hat er übersetzt. Aber dieses Buch hat er nicht übersetzt. Warum? Das heißt auf Arabisch Al-Mawdu'at. Das heißt die erlogenen Aussagen. Das heißt, er hat sich etwas rausgenommen aus einem Buch, das geschrieben worden ist von Ibn al-Jawzi, um zu beweisen, ja, also Ibn al-Jawzi hat dieses Buch geschrieben, ein Gelehrter des Islam, um zu zeigen, welche Aussagen von den Propheten erlogen sind, die erlogen sind über ihn, ja. Und er nimmt sich eine Aussage hier raus, um seinen Standpunkt zu vertreten, und er weiß selber ganz genau, dass diese Aussage eine erlogene Aussage ist. Das ist wissenschaftliche Herangehensweise. Ja? Dann beispielsweise schreibt er hier auf Seite 134 desselben Buches, ja, über Imam Shafi, der Gründervater der Mythologie, der islamischen Normenlehre, also der Wissenschaft, die sich mit der Abteilung von Normen auseinandersetzt, konnte sich als Shafi innerhalb der islamischen Tradition schnell durchsetzen, durch seine Vorgehensweise, Normen fast ausschließlich aus den Quelltexten abzuleiten, wurde die Lebenswirklichkeit der Menschen in den Prozessen der Normableitung ein Stück weiter verdrängt. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo er 90% der sunnitischen Muslime sofort gegen sich hätte. Er will also hier Imam Shafi'i, einen der größten Gelehrten des Islams, einen Gründer der schäfiitischen Rechtsschule, will er hier als denjenigen brandmarken, der schuld ist für den Rückstand der Muslime. Nur mal so nebenbei. So. Dann erzählt er in seinem Buch, in seinem Video, und diese Aussage, die nimmt er immer sehr schnell. Ja? Und ich lese das nur auf Deutsch vor. In Sure 22, Vers 17, damit man mal sieht, wie hier Dinge aus dem Kontext rausgenommen werden. Ja? Oder ich schiebe diese Sache ans Ende, inshallah. Ja? Mache ich etwas anderes. So. Dann haben wir hier eine Aussage. So. Wie man mit anderen Religionen umgeht. So, die pluralistische Position erkennt die unterschiedlichen Positionen als gleichwertig an. Das heißt, unterschiedliche Religionen sind gleichwertig.
Jetzt sollen wir mal gucken, welche Religion auch für die Muslime und vor allen Dingen für die Verbände, welche Religion er hier als gleichwertig mit dem Islam bezeichnet. Hm? Und lässt sie nebeneinander bestehen. Nebeneinander bestehen ist eine ganz andere Geschichte von als gleichwertig ansehen. Weil mit solchen Worten werden die Leute immer getäuscht. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich lasse meine Nachbarn bestehen, ja, ich dringe nicht in sein Haus ein, ich bekämpfe ihn nicht, oder ob ich sage, ich glaube, dass er nicht dem richtigen Weg folgt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja? So. Als Beispiel dafür gilt die koranische Aufforderung an den Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm, den Mekkanern auf ihr Angebot, Gott im nächsten Jahr anzubeten, wenn Mohammed in diesem Jahre ihre Götzen anbete. Das heißt, er will sagen, was ist los? Das heißt, er will sagen, laut islamischer Lehre seien die Götzendiener in Mekka genauso auf dem richtigen Weg gewesen wie die Muslime hier, gleichwertig. Und dann bringt er eine Sure. Diese Sure und schreibt: Ich bete nicht an das an, was ihr anbetet, noch betet ihr das an, was ich anbete. Ne? La'abudu ma ta'budun. Ihr kennt die Sure, Sudul Kafirun. Aber was er nicht macht, warum lässt er den ersten Vers raus? Den ersten Vers streicht er, weil der erste Vers ist die Ansprache an diese Leute. Ya ayyuhal kafirun. Oh, ihr Ungläubigen. Das heißt, er lässt den ersten Vers raus, um es so aussehen zu lassen, als wenn laut islamischer Lehre die Götzendiener gleichwertig wären in ihrer religiösen Werte. Hier reden wir nicht über Menschenrechte. Hier reden wir darüber, ob wir den Weg eines Menschen als richtig werten. Sie werten meinen Weg ja auch nicht als richtig. Nur mal so nebenbei. So, das heißt, das kann ein Muslim nicht. Das heißt, er will uns hier erzählen. Und übrigens, die andere Frage ist, er erwähnt ja hier gar nicht den Kontext. Warum erwähnt er nicht den Kontext, warum die Götzendiener erstmal zu ihm gekommen sind und ihm dieses Angebot gemacht haben? Weil er ihnen vorher schon mehrfach gesagt hat, dass sie auf dem Irrweg sind, und das weiß jeder Muslim. Deswegen, liebe Muslime, liebe Verbände, hier ist jemand in der Universität, ja, dessen Lehre soll die Muslime in den Schulen indoktrinieren, der behauptet, der Prophet Mohammed hätte die Lehre der Götzendiener in Mekka gleichwertig mit seiner Lehre angesehen. Das ist eine pure Lüge. Ist eine pure Lüge, und man kann das in jedem Sira-Buch nachschlagen, und diese Geschichte kennen auch die meisten Muslime. Nächster Punkt. Inklusivistische Position. Die inklusivistische Position anerkennt und würdigt das andere, aber nur nach den eigenen Maßstäben. Die Würdigung des anderen ist also an Bedingungen gekoppelt, die durch das eigene definiert sind. Als Beispiel dafür gilt, was als Antwort offenbart wurde, als ein persischer Gefährte des Propheten Mohammed namens Salman al-Farisi nach dem Wahrheitsgehalt der Religion seiner andersgläubigen Bekannten fragte. Das heißt, Salman al-Farisi fragt nach seiner Aussage nach der Religion, nach der Wertigkeit der Religion seiner andersgläubigen Bekannten. Was versteht man unter Bekannten? Unter Bekannten versteht man einen Freund, mit dem man zusammen ist. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Die Geschichte ist ganz anders. Das kann jeder nachschlagen im Tafsir von Imam Tabari. Und das kann man unter anderem auch auf Englisch, kann man das im Internet finden. Imam Tabari, die Geschichte von Salman al-Farisi ist folgendermaßen. Er gehörte einer christlichen Minderheitengruppe an. Das ist eine lange Geschichte, habe ich schon einen Vortrag gemacht. Das findet man in jedem Sira-Buch. Und diese Gelehrten, also nicht seine Bekannten, sondern diese Gelehrten kurz vor seinem Tod, der letzte Gelehrte, hat zu ihm gesagt, in diesem Zeitalter wird der letzte Prophet auf der arabischen Halbinsel erweckt werden und du sollst ihm folgen. Du erkennst ihn an zwei Kennzeichen. Diese